Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo ihr Lieben, willkommen im neuen Monat. Es ist Dienstag, der 1. Oktober. Die Blätter fallen, die Tage werden kürzer. Endlich wieder ohne schlechtes Gewissen auf der Couch sitzen und binge-watchen. Das lieben wir ja. Dabei wollen wir euch natürlich unterstützen und haben wie immer 3 Streaming-Tipps mitgebracht. Wir begeben uns als erstes in die Wildnis, aber es wird keine Tierdoku geben. Die Wildnis-Survival-Show Seven vs. Wild hat bisher in allen 3 Staffeln die ZuschauerInnen überzeugt. Kein Wunder, dass nun Staffel 4 in den Startlöchern steht. Dabei wird Schöpfer Fritz Meinecke die KandidatInnen mit einem neuen Konzept überraschen. Dieses Mal wird nämlich das Szenario eines Flugzeugabsturzes simuliert und die TeilnehmerInnen müssen als Gruppe agieren. Der Trailer verspricht schon ziemlich viel. Ganz offen gesagt, ein super, super übles Setting. Wenn nicht irgendwelche Gimmicks irgendwo versteckt worden sind, sehe ich mindestens die Hälfte der Teilnehmer heute Nacht ausscheiden. Hugo! Ah, ich hasse Natur und Wildnis eigentlich, Mann. Was mache ich hier? Das ist Survival, sag ich mal. Ich kann nicht auch nicht mehr. Dieses Mal befindet sich die Gruppe in Neuseeland, auf der Südinsel. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten ist Herbst, fast Winter. Es ist eisig kalt und die Grundgegebenheiten sind sehr schlecht. Das bringt die gesamte Gruppe natürlich an ihre körperlichen Grenzen und auch untereinander wird der Ton rauer. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem Musiker Joey Kelly, Fitness-Influencer Flying Uwe und YouTuberin Julia Butix. Wer wird es schaffen, durchzuhalten? Die 4. Staffel Seven vs. Wild könnt ihr ab heute bei Freevee schauen. Weiter geht's mit einem Doku-Tipp, geht aber auch immer bei nasskaltem Wetter. Also Teechen gemacht und Filmfriend an. Es geht um Otzenrad. Die erste Ortschaft, die Anfang des 21. Jahrhunderts dem umstrittenen Braunkohletagebau Garzweiler II weichen musste. Der Film begleitet die Einwohner 3 Dörfer im rheinischen Braunkohlerevier während ihres letzten Jahres in der alten Heimat und dokumentiert, wie eine ganze Region auf ihre kollektive Umsiedlung vorbereitet wird. Es war früher ein blühendes Dorf mit 2 Kirchen, mit 3 Ärzten, mit 5 Kneipen und. Nix. Nichts mehr, alles nichts mehr. Wissen Sie, ich habe damals vor 15 Jahren da unten noch neu gebaut, weil man ja irgendwann auch seinen Lebenstraum wahr machen möchte. Und ich bin froh, dass ich es getan habe. Umso schwerer fällt jetzt einem, davon wegzugehen, ne? Auch wenn die Doku aus dem Jahr 2001 ist, das Thema ist präsenter denn je. Zwar wird laut NRWs Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie wegen des Kohleausstiegs im Jahr 2030 nur noch die Hälfte des ursprünglich vorgesehenen Abbaufeldes im Tagebau Garzweiler II in Anspruch genommen, aber wir erinnern uns, Umsiedlungen finden trotzdem statt. Zuletzt erst in Lützerath mit viel Widerstand und medialem Interesse. Was macht so etwas mit den Menschen und wie sieht die Zukunft aus? Wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr Otzenrather Sprung ab sofort bei Filmfriend sehen. Und wenn euch das Thema noch mehr interessiert und ihr noch nicht genug habt, es gibt auch einen zweiten Teil namens Otzenrad 3 Grad kälter. Auch den gibt's ab heute bei Filmfriend. Von der traurigen und brutalen Realität wollen wir jetzt nochmal in die Fiktion abdriften. In Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben unternehmen ein liebenswerter Dieb und eine Gruppe Abenteurer einen riskanten Raubzug, um eine verlorene Reliquie zurückzugelangen. Als sie sich jedoch auf dem Weg mit den falschen Leuten anlegen, droht ihre Mission zu scheitern. Ehrlich gesagt, haben wir der falschen Person geholfen, die falsche Sache zu stehlen. Wir hatten nicht vor, das größte Übel zu entfesseln, das die Welt je gesehen hat. Aber wir werden das regeln. Und wie wollen wir das anstellen? Denken wir bei einem Drink drüber nach. Super Idee. Besagte Reliquie kann übrigens angeblich Tote zurück ins Leben holen, weshalb Doric, Sophina, Edgin und Co. nicht die einzigen sind, die sie haben wollen. Der Film ist natürlich vom gleichnamigen Paper-Rollenspiel inspiriert. Die verschiedenen Charaktere durchlaufen im Film eine richtige Entwicklung. Wenn ihr also Lust auf 2 Stunden Action und Abenteuer habt und auf Sci-Fi und Fantasy steht, dann ist der Film auf jeden Fall was für euch. Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben könnt ihr bei Netflix schauen.
Falls ihr mal einen Tipp habt, den wir an dieser Stelle vorstellen sollen, oder wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, schreibt uns doch gerne, entweder per Mail an kontakt@detektor.fm oder über Social Media. Tipps und Skript kamen heute von mir, Imke Zimmermann. Audioproduktion Stanley Baldauf. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.